Hallo und herzlich willkommen Leute zu einer neuen Folge von Digimon World Next Order. Ja Leute, heute mit einer weiteren schönen, chilligen Runde. Ja, mit Digimon. Leute, habt ihr Bock? Ich hab Bock. Ja, wir haben einiges vor. Ich wollte einmal kurz gucken, wie das hier eigentlich aussieht beim Thema. Wir haben fast ein Level erreicht, Level 20 fast, den wir schon. Ja, da geht noch nicht so viel, also da können wir aktuell nichts machen. Das Problem, was wir aktuell ein bisschen haben, oder ich habe aktuell, ist, wir haben sehr viele Tasks, die wir machen können oder machen müssen immer pro Tag. Das heißt, ich würde jetzt nochmal kurz zu Greymon gehen und da kurz eben das Camp erneuern, bevor das auf Null geht und das dann Geld kostet. Ich glaube, das würde ich noch schnell machen. Und so weiter. Kannst du mein Set reparieren? Ja. Ja, Leute, nochmal hier erwähnt, ne? Ich mache natürlich sehr viele Fehler. Hier und da. Ich spiel das Spiel zum ersten Mal übrigens, ne? Nicht, dass ihr das vergisst. aber wie seht schon, die Bindung zwischen Vedramon und hier, da heißt das Schuttmund ist null. Ich glaube, daran könnte es liegen, oder dass sie nicht im Angreifen gleichzeitig oder so selten angreifen. Ich glaube, das ist so ein kleines Problem, was wir aktuell haben, so ein bisschen. Aber ja, können wir aktuell nicht ändern, leider. Können wir nicht ändern. Dementsprechend würde ich jetzt noch ein bisschen weiter trainieren. Heute, bis es dann soweit ist, dass wir schlafen gehen können. Und dann können wir schon die Schatzsuche machen. Dann will ich da noch mal ein bisschen gucken, was das ist. Da haben wir auch freigeschaltet. Ja, dann schauen wir mal, oder? Also ihr merkt aktuell, sehr schwierige Folgen stehen uns bevor, weil wir Digimon haben, die nicht gut miteinander können. Das ist so ein bisschen das Problem gerade. Fügt einen neuen Kampf hinzu. Was heißt das bedeuten? Fügt einen neuen Kampf hinzu. Das klingt interessant, Leute. Wollen wir das? Fügt einen neuen Gang hinzu. Hä? Kolosseum-Kampf? Leute, das will ich ja mal sehen. Das. Was, warte. Warte, Leute. Hä? Was lese ich da? Was ist denn das Kolosseum? Das hier, oder was? Hä? Was können wir denn hier machen? Bewegen? Nee. Hä? Okay, irgendwas checke ich hier noch nicht. Vielleicht haben wir es auch gar nicht freigeschaltet. Vielleicht können wir hier später kämpfen oder was? Irgendwas machen, ich weiß nicht. Sieht auf jeden Fall so aus, ne? Ja, okay, gut. Ja, okay. Gut, können wir noch nichts machen? Okay, Digimons Haus verbessern können wir auch noch nicht. Besser Dinge ein bisschen, die du von Einwohnern erhältst. Das ist natürlich auch interessant irgendwie. Alles sehr interessant, aber was will ich? Was will ich? Oder warte ich noch ein bisschen? Oder spare ich noch ein bisschen? Ich glaube, ich spare noch ein bisschen, Leute. Ja, sehr viele neue Sachen, sehr viele neue Digimon, die nerven. Also, ja, wir haben, wie gesagt, es werden knifflige Folgen, es werden sehr schwierige Folgen, Leute, weil wir nicht viel machen können. Wir können nur trainieren, wir können nicht neue Sachen erforschen, weil wir zu schwach sind. Und weil die beiden Digimon, wie gesagt, nicht zueinander passen richtig. Also es wird knifflig, Leute. Es wird jetzt nicht optimal laufen alles. Aber da müssen wir uns durchbeißen ein bisschen. Definitiv. Vielleicht bis Schuppmon sich digitiert oder so. So ein bisschen. Keine Ahnung. Bisschen schwierig. Toilette. Oh mein Gott, Leute. Das ist... Ah, schwierige Zeiten, Leute. Schwierige Zeiten. Es war so chillig, ne? Mit Garurumon und Leomon. Oh, es war so chillig, Leute. Es war so chillig, oder? Wir konnten einfach loslaufen. Wir hatten starke Digimon. Wir haben alles rasiert. Fast alles rasiert. Ah, Leute. So ist das, ne? So ist das. Wir chillen ein bisschen. Aber Leute, alles, was wir machen, ist ja, oder wie ich das immer wieder sage, ist ja was für die Zukunft. Wir verbessern uns ja immer wieder, ne? Also wir machen immer ein bisschen Progress, so oder so. Ne? Entweder wir leveln unser Charakter oder, ne? Wir bekommen neue Items, neue Einrichtungen für unser Dorf oder Stadt mittlerweile.
Also da machen wir sowieso immer Progress, also. Ja, trotzdem, ne? Man fühlt sich so ein bisschen immer. Oh. Leute. Nice, Grappung redet, Junge. Nice, Schubmon digitiert sich Leute zu. Hoffentlich. Growlmon oder Gilmon. Ne, Grillmon wär's nicht, oder? Ich glaub Growlmon. Oh, ist er sogar. Nee, Red. Nein, jetzt haben wir zwei von denen. Oh mein Gott. Ist jetzt nicht schlimm unbedingt, aber. Nein, jetzt haben wir Rot und Blau. Jetzt haben wir Rot und Blau. Oh mein Gott. Aber er ist Weg mit Feuer, ne? Also, den anderen können wir Nahkampf machen und den anderen können wir so Mage machen. Wisst ihr, was ich meine? Das können wir tun. Also, Red, Vedramon können wir so Mage machen. Bisschen Mage und Entfernung. Leute, was ist das, Junge? Naja, gut. Ich beschwere mich nicht. Ist jetzt nicht so schlimm, aber. Boah, Mega Kaputeremon. Agunimon. Hätte ich auch Bock drauf, Vivi. Ja, gut, Leute. Interessant, interessant. Okay, dann ist er so Mage und der macht so Stärke, so Nahkampf bisschen mäßig, denke ich. Hat mal sehr viele schon, sehr viele Mana-Punkte. Holy shit. Wilde Kombo hier, Leute. Wilde Folgen, wilde Kombo hier, ohne Witz. Crazy. Wirklich crazy. So, jetzt können beide wieder ein bisschen Stärke gehen, glaube ich, ne? Ein bisschen pumpen gehen. Stärke ist immer gut. Denke ich. Mit dem Hunger, gut. Aber Leute, wir machen. Ja, gut, ich bin eigentlich wieder ganz happy jetzt darüber. Weil ich glaube, das könnte gut sein. So einen Mage machen, also so Magier-mäßig. Und den anderen so bis auf Nahkampf. Vielleicht könnte das was werden. Nee, ich weiß es nicht, Leute. Wenn die dann kämpfen wollen, ne? Die wollen ja manchmal gar nicht kämpfen. Ich hoffe mal, dass die jetzt ein bisschen besser zusammen harmonieren würden. Oder werden, weil beide sind Veteranen, Leute. Ihr müsst euch doch gut kennen. Ja, zwei, man. Gar nicht mal so schlecht, glaube ich. Zumindest besser als null. Denke ich. Haben wir schon geholt? Ja, wenn nicht, cool. Müssen wir natürlich noch holen. So, jetzt noch Fleisch holen und dann mal gucken, was so geht, ne? Ob wir schon gleich losziehen können. Vielleicht am nächsten Tag können wir da losziehen ein bisschen. Ob wir dann da was reißen können, weiß ich nicht. Wir werden sehen auf jeden Fall. Noch einen Tag ein bisschen trainieren, glaube ich. Und dann gehen wir mal los wieder in Gebiete, wo wir noch nicht so oft waren. Und ja, da ein bisschen Progress machen, oder? Denke ich. So. Du kannst wieder ein bisschen MP sammeln. Und du kannst eigentlich wieder ein bisschen Stärke ballern, eigentlich. Oder eigentlich Gesamt, muss er auch haben. Ja gut, machen wir erstmal Stärke bei ihnen ein bisschen. Bisschen mehr. Junge, das kann nicht sein. Kann ja nicht sein, Leute. Aber gut, wer auch ein bisschen tanky ist, der Kollege. Ist so lustig, dass zweimal gleich haben. Verschiedene Farben, Leute. Es ist schon fast so lustig oder so cool. Ja, das wäre cool, das eigentlich. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Schon ganz. Irgendwie cool, wie gesagt. War jetzt ja nicht mehr geplant, wisst ihr, was ich meine? Komplett random, da habt ihr gesehen. Komplett random.
Was haben wir hier? Okay. Wow. Gaogamon, hatte ich auch Bock drauf. Aber es wird wahrscheinlich Areo. Mal gucken, wir haben sehr viel schon. Crazy. Ein bisschen mehr Ausdauer braucht er noch. Gesamt natürlich. Crazy. Machen wir mal Ausdauer, oder? Bei ihnen. Cool. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, hier ist eh noch nichts. Großartig freigeschaltet. Okay, dann machen wir mal Ausdauer. Hier, und er macht mal Weisheit. Schwer geschwächt. Ich glaub's nicht. Sind die schwer geschwächt? Ja, komm. Gut, dann chillen wir ein bisschen. Ja, wir bleiben so. Denke ich. Schade. Schade, schade. Nice. Perfekt. Okay, wir gehen wieder auf die Toilette. Kommen neue Infos. Perfekt. Na gut, ja, so langsam kommen wir rein mit den beiden hier. Läuft ein bisschen. Mal gucken, wie die beiden im Kampf harmonieren werden. Und ob das so alles so klappt, was ich mir so vorstelle mit dem Magier und so weiter und dem Tank. Wir werden sehen. Wir brauchen da ein bisschen mehr. Wir brauchen aber noch ein bisschen mehr TP, glaube ich, der gute. Blaue, wie Dramon. Das wäre nicht schlecht. So, jetzt haben wir gleich die Schatzsuche. Da gehen wir gleich hin. Und mal gucken, was das ist. Ne? Ich habe es, wie gesagt, noch gar nicht gesehen. 2 Tage sollten wir erwarten. Das sollen jetzt 2 Tage gewesen sein, ungefähr, glaube ich. Hoffentlich. Dann bin ich echt mal gespannt, was uns da erwarten wird, wirklich. Kann ich mir gar nichts drunter vorstellen. Natürlich schon, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Ja, lass mich durch. Ja, kommt her. 14 Fleisch, okay, perfekt. Okay, sehr schön. Sehr, sehr schön. Das gefällt mir. Okay, jetzt gehen wir mal kurz zu dieser Schatznummer. Das war hier oben. Glaube ich. Du bist hier, ich habe ja was gefunden. Und jetzt, was ist da los? Komm wieder, wenn du Platz hast. Ach, stimmt. Ah, wir haben keinen Platz, ne? Ah, nein. Kann nicht sein. Ja, gut. Hätte ich natürlich vorher checken können. Okay, aber interessant, er sucht für uns, schätze. Ich dachte, wir müssen das selber machen oder so, aber cool. Finde ich das gut? Weiß ich noch nicht. Wäre natürlich auch cool gewesen, wenn wir hätten selber suchen können. So eine Schatzsuche wäre auch cool gewesen, wisst ihr, was ich meine? Wäre jetzt auch nicht schlecht gewesen. Aber ja, schauen wir mal, was wir bekommen, ne? So, jetzt sag mal her. Doppeldisk, okay. Ja gut, das war. Aber vielleicht bekommen wir jetzt hier, ihr wisst, was ich meine. Vielleicht bekommen wir jetzt hier die einen Items für die Dame da oben.
wie die Quest, ihr wisst, was ich meine, ne? Wie hieß die nochmal? Ich weiß gar nicht mehr. Machen wir mal den 3-Tage-Kurs. Dann bekommen wir da bessere Sachen. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal kurz trainieren. Noch ein bisschen, Leute, noch ein bisschen. So, ja, ein bisschen mehr Tank-mäßig, ein bisschen mehr TP, wenn nicht schlecht. Und eher noch ein bisschen mehr Mana. Denke ich. Ich hoffe, es ist alles so gut, was ich mache. Mal gucken, wir werden sehen auf jeden Fall gleich. Vom Gefühl her denke ich, ja, könnte klappen, aber ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, mein Gefühl täuscht mich nicht. Okay, perfekt. Ja, ich weiß, Leute, normalerweise kann ich schnell Reise machen, aber ich laufe jetzt hin und her einfach. Ist ja nicht so weit, ne? Deswegen geht's ja noch. Die Hunger schon wieder perfekt. Haben die schon wieder Hunger? So, hast du noch was? Perfekt. Okay, sehr schön. So weit, so gut. So, es dauert natürlich jetzt ein bisschen länger, aber Leute, ich glaube, dass wir gerade ganz guten Progress machen, also eine gute Taktik haben, wie gesagt. Shit, wollte ich nicht. Ach krass, wir können direkt in die Geschichte gehen. Das ist interessant. Cool, das ist nice eigentlich. Okay, weil hier ist easy, ne? Weiter Ausdauer ein bisschen bei ihnen. Würde ich, glaube ich, jetzt mal machen. Nice. Bist du schon auf die Toilette, Junge? Ich glaub's nicht. Glaub es nicht, Leute. Ich glaub es nicht, was ich hier sehe. Na gut. Bringt alles nix. Jetzt bringt dir alles nix. Müssen wir hin. Lass mich durch. So, noch einen Tag. Also den Tag machen wir jetzt noch ein bisschen Grinding, also ein bisschen Training und dann gehen wir los. Dann muss es reichen. Ich weiß nicht für was. Ich bin sehr gespannt. Wir gehen zum Vulkan, glaube ich. Weil ich glaube, diese Piratenschiff-Nummer da ist doch ein bisschen zu crazy, wirklich. Oder? Nee, doch. Doch, oder? Ich glaube, da gehen wir hin. Und probieren es doch mal, Leute, ne? Probieren es doch mal. Mal gucken, was so geht. Vielleicht digitiert sich ja noch einer. Ein Vetramon. Wäre ja auch nicht schlecht. Oh, krass. WTF. Was ein Timing, Junge. Legende. Okay. Wahrscheinlich kein Aero. Vetramon, oder? Was meint ihr? Oh, doch. Nice, Junge. Crazy. Junge, Junge, Junge. Was ist jetzt los, Leute? Crazy. Sieht cool aus. Nice, Junge. Okay, das ist ein Schlossdorf. Was auch immer das bedeutet. Hier haben wir gar nichts freigeschaltet. Okay. Crazy. War Growmon. Cool. Hätte ich auch Bock drauf. Hätte ich auch ein bisschen Bock drauf. Ja. Sehe ich mich ein bisschen. Wow, ist der groß, Alter. Okay. Lass mich überlegen. Warte. Seine Werte? Können wir die kurz checken, die Werte von ihm?
Ach, ist jetzt Blitz. Okay. Stehe. Ist jetzt Blitz. Okay, Taktik ist natürlich wichtig, wenn wir das machen wollen, was sie gesagt haben. Also, dass er so tanky ist, also so ein bisschen stärker ist. Und der andere so ein bisschen Magier. Dann gucken wir mal, was wir an Taktik machen können bei den beiden. Also, er natürlich. Konzentriere dich im Kampf auf Angriffe, die viel MP kosten. Teile deine MP im Kampf gut ein. Kämpfe mit Angriffen, die so wenig MP wie möglich kosten. Taktik übernehmen. Ich weiß nicht. Ist mir nicht egal, oder? Ja, ich meine das bei ihnen. So, kann ich gar nicht so gleich auswählen. Okay, gut, ich verstehe. Gleich machen im Kampf. Okay. Lass mich überlegen. Irgendwas machen, Leute. Ich wollte irgendwas machen. Ich weiß noch nicht was. Kurz seine Statistik gucken. Stimmt, seine Stats. Ja, hat 1000. So, hat 1200 Stärke. Schon mal nicht so schlecht. Okay, 8000 TP ist ein bisschen wenig für seine Verhältnisse, glaube ich. Da geht ein bisschen mehr. Stärke ist eigentlich ganz gut, finde ich. Stärke ist natürlich, geht natürlich verbessern, ne? Aber ich mache jetzt mal TP bei ihnen. Oder ein bisschen mehr Stärke. Und das ist immer noch. Vielleicht mit gleich 1000 Stärke oder so, ist auch nicht schlecht. Ja, okay. Leute, es kommt, es wird zu langsam, der Digimon. Es wird zu langsam. Wieder. Okay, Leute, jetzt gehen wir los. Definitiv. Ach, die haben immer noch Hunger, stimmt, okay. Leute, jetzt gehen wir los. Allein ein paar Abenteuer. Erstmal eine Task machen natürlich. Essen holen. Belohnungen holen und so weiter. Dann let's go. Da bin ich mal gespannt. Ja, mal gucken, was wir so erleben werden. Zumindest mal ist unser Team jetzt deutlich stärker geworden wieder. Denke ich. Ganz gut eigentlich unterwegs. Da sollte doch einiges gehen. Probieren wir es mal gleich. Bindung dabei? 7, ja. Okay. Ganz gut eigentlich. Perfekt. Wir haben sehr viel Medizin übrigens auch. Das ist gut. Falls sie mal dann zu sehr kämpfen und verletzt sind, können wir die direkt heilen. Das ist schon mal sehr gut. Da sehe ich mich schon mal. Ich müsste jetzt natürlich überlegen, Leute, wie ich zum Vulkan komme, ne? Wie komme ich nochmal zum Vulkan? Ich bin da lange nicht mehr hingelaufen. Meiste Zeit sind wir jetzt immer hingeflogen. Es müsste aber, glaube ich, da lang sein, oder? Wo war das nochmal, Leute? Wo war nochmal der Vulkan? Ich muss überlegen. Ich habe, glaube ich, eine grundsätzliche Idee, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Leute, warte. Bevor wir jetzt irgendwas machen, wie viel Geld haben wir? 2.000. Leute, ich fliege hin. Weil mit den 2.000 können wir eh nicht mehr viel machen. Deswegen fliegen wir mal zu den Vulkanen hin. Wenn wir genug Geld haben, heißt das. Ich weiß gar nicht, wie teuer das war. Ich hoffe nicht 3.000 oder so. Das wäre bitter. Das wäre sehr, sehr bitter. Nee, doch nicht. 2.000, perfekt. Das reicht. Gut. Letzte Geld. Ausgegeben. Hoffentlich wird sich's lohnen. Hoffentlich wird sich's lohnen, Leute. Ihr müsst belieben, Leute, in den Kommentaren. So, dann schauen wir mal, Leute. Ich bin hyped. Ich bin echt gespannt, was uns hier jetzt erwarten wird. Definitiv.
Also wir werden jetzt auf ein bisschen Risiko gehen, ne? Wir werden jetzt ein bisschen Risiko gehen, wir werden jetzt ordentlich kämpfen. Das definitiv. Wenn wir sterben, dann ist es so halt, dann ist es halt so, ne? Weißt du, wisst ihr, wie ich meine? Ist ja nicht so schlimm, wenn wir mal sterben. Denke, das wird noch öfter passieren, definitiv. Ja, definitiv. Aber hoffen wir mal jetzt, also nicht heute und nicht jetzt. Ah, der Boss ist weg übrigens, der war. Cool, dann gleich, den können wir da mal hingehen, glaube ich, zum Digimon, zu Benjomon. Zu Benjo Leomon. Legende. Okay. Gucken wir mal, wie das jetzt funktioniert. Taktik erstmal, glaube ich, oder was? Warte, warte, warte. Bevor wir jetzt hier kämpfen, du machst natürlich mit allen MP kämpfen. Ja, will ich das? Ja, mach mal so erstmal. Chillen wir erstmal ein bisschen. Okay, wir sehen auf jeden Fall Vetramon, also Red Vetramon hat sehr wenig TP. Das ist natürlich nicht so gut. Okay, was war mit ihnen eigentlich? Können wir den jetzt mitnehmen oder nicht? Da war was mit irgendwas mit Wasser oder Frost, Digimon? Melze, ja. Haben wir immer noch nicht, oder? Wir haben immer noch keinen Frost-Digimon im Dorf. Das heißt, er wird nicht mit uns kommen. Definitiv nicht. Ah, warte, warte, warte. Mal schön alles mitnehmen. Okay, perfekt. Dann gehen wir mal zu Banjo-Leomon. Vielleicht können wir da jetzt irgendwas machen. Ich weiß gar nicht mehr, was er wollte, genau. An Quest. Aber ich hoffe, wir können auch hin, weil die Gegner hier waren mehrere Mal sehr stark. Ich weiß nicht mehr. Probieren wir es. Probieren wir es. Na doch, die sind schon relativ stark. Wir sehen schon. Ah, ja, die sind schon stark. Die sind schon stark. Oh Gott, ey, oh mein Gott, der ist schon fast RIP. WTF. Was bin ich wiedersehend? Junge, Junge, Junge. Junge, tot und tot einfach. Okay, wir sehen, Red Vetramon ist halt zu schwach, ne? Hat zu wenig TP, definitiv. Man muss auf jeden Fall TP pushen. Oh, Leute, ey, Leute. Ja, wir können rausgehen, wir sehen, ist einfach unnötig. Unnötig. Wir können direkt zurückgehen, Leute, das tut mir leid. Ey, was wollte ich sagen, ne? Aber wir haben ja noch Zeit in der Folge, gerade mal eine halbe Stunde ungefähr. Wir müssen auf jeden Fall, aber wir sehen jetzt, wo das Problem liegt. Wir sehen ja, wo das Problem liegt. Wir müssen mehr TP haben. Am besten mal beiden. TP ist immer sehr wichtig. Ja, gut, diese Taktik ist nicht aufgegangen. Cool, wir sind Level 20, cool. Das heißt, wir können wahrscheinlich noch nicht das holen, was wir wollen. Das kostet 12, glaube ich. Noch ein Level, okay. Ja, schade, Leute, schade, ne? Taktik ist nicht aufgegangen, aber gut, nicht schlimm. Aus Fehler lernt man ja immer, ne? Sag ich immer. Müssen wir jetzt ordentlich TP pushen, Leute. Ordentlich TP pushen. Das sollte aber gut klappen, weil wir das abgegradet haben, den Trainingsraum bei TP haben abgegradet. Das heißt, das sollte eigentlich gut gehen. Ein bisschen beide TP pushen. Monitor, perfekt. Ja, beide müssen ein bisschen tanky sein, definitiv. Beide müssen ein bisschen tanky sein. Ich glaube so MP, TP und Stärke, das ist so das Ding. Und vielleicht Ausdauer noch. Ich glaube, das muss so das Ziel sein, was wir pushen sollten. Ich glaube, das sind die Werte, die ich jetzt vom Gefühl, also meiner Erfahrung her, die ich jetzt habe bei den Game, wo ich sage, ja, das ist so bisher das Wichtigste, habe ich das Gefühl, was ordentlich reinballert.
Deswegen werden wir uns mal darauf konzentrieren. Also TP, Stärke und MP. Das ist so der Weg zum Erfolg. Gefühlt. Leute, ich weiß nicht. Schreibt mir gerne Tipps, wie gesagt. Mag das sehr gerne. Aber wir werden jetzt auch nicht pushen, ne? Ein paar Minuten, ein paar Tage. Essentiell wichtig, wie wir sehen. Dann werden wir rasieren, Leute. Dann werden wir rasieren. Vielleicht noch eine Digitation bei Red Redramon. Und dann let's go, Junge. Dann wird zerstört. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Ich bin guter Dinge. Ich hab Bock. Ja, ein bisschen chillen gleich wieder. Nicht, dass wir sterben oder so. So. Ja, das nächste, was ich dann nicht upgraden werde, ist definitiv MP. MP-Training, das hier. Dann haben wir eigentlich das Beste schon gesammelt, glaube ich. Wie gesagt, von meinem Gefühl her. TP haben wir auch nicht, guck mal, schon 10k bei Vedramon, also Ario, Vedramon und bei Red schon 8k. Also, das geht gut ab, glaube ich. Das ballert ordentlich rein hier. So, dem Hunger, ja, gleich. Chill noch ein bisschen. Junge, das sind Maschinen bald, Leute. Das sind Maschinen. Beide gleich 10k. Ich mach beide so 10k, oder? Erstmal dann machen wir ein bisschen mehr Stärke beide. Und dann wäre ein bisschen MP der beiden. Leute, das wird was werden. Wir werden zerstören gleich. Noch ein bisschen Training, Leute. Dann werden wir gleich die Vulkane auseinandernehmen. Komplett, werden wir da komplett durchrasieren. Bin ich mir relativ sicher. Na, jetzt müde. Noch eine Runde. Kommt noch eine Runde, Leute. Dann let's go. Perfekt. Okay, sehr schön. Das war sehr erfolgreich. So kann's weitergehen. So kann's weitergehen. So, alles einsammeln, Leute, und dann geht's weiter. Aber wie gesagt, Leute, ihr könnt es ja vorspulen, ne? Beim VOD einfach, wenn ihr sagt, nee, ist mir zu langweilig. Spult das gerne vor, weil ich denke, das ist schon ein großer Teil des Spiels. Ne? Es nützt ja nichts, ihr seht es ja, wir können da nicht weiterkommen. Also ich will es mal wie erwähnt haben, nicht, dass ihr jetzt sagt, komm, Seth, mach mal was anderes, das ist doch langweilig zum Zuschauen. Weiß ich, fühle ich, aber ich denke mal, die meisten verstehen auch, dass ihr seht, dass, ja, dass das ein großes Teil des Spiels ist, halt, ne? Dieses Grinding, Training und so weiter. Deswegen hoffentlich, ich hoffe, dass ihr es versteht und ich denke, die meisten werden es verstehen. Aber wenn einige sagen, ey, gefällt mir nicht und das kann ich vollkommen nachvollziehen, dann könnt ihr ja vorspulen einfach ein bisschen, ne? Beim VOD. Bei YouTube geht es ja easy. Also mach ich das sehr gerne, ne? So, Leute, noch alles einsammeln und dann geht's weiter. Oder macht ihr Video mit höherer Geschwindigkeit? Geht ja auch, stimmt. Macht 2x. Geschwindigkeit. Stimmt, ihr könnt auch machen, perfekt. Ich glaube, dafür ist diese Funktion perfekt für sowas. Ihr könnt ja mal ein bisschen vorspulen, also ein bisschen schneller laufen lassen das Video. Und dann ist doch easy, Leute. Nice. Stimmt. Okay. Noch ein paar Runden. Noch ein paar Runden TP. Dann haben wir gleich 10k bei Red Vedramon und dann ist gut. Hoffentlich. Ich hätte gerne mehr, aber vielleicht später. So, jetzt ein bisschen mehr Stärke der beiden. Ja, schön. Also Stärke ist ja wenig bei den beiden. 1k ungefähr ist halt gar nichts, glaube ich.
weiß gar nicht, wie viel wir bei den anderen hatten. Also bei Garurumon. Ich wollte es. Und bei Leomon weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube aber mehr. Wenn ich mich recht erinnere, glaube ich, war das deutlich mehr sogar. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Okay, wollen wir mal nicht übertreiben. So, perfekt. So, wir ein bisschen chillen und so weiter. Support, Leute, ihr kennt es. Ihr kennt es doch, ne? Ja, weiter geht's. Mann, scheiße. Schau vielleicht mal, was wir da bekommen haben an Infos für Red. Wäre cool, wenn Red sich gleich digitieren könnte. Das wäre natürlich optimal, ne? Aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen länger. Da haben wir halt so wenig Infos, ne? Denke ich. Das hier vielleicht? Ja, könnte sein. Stärke. Ja. Gut, Feuer. Wäre cool, wenn das Feuer bleiben würde eigentlich. Feuer hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Deswegen. Also das wäre hier, glaube ich, optimal. War Greymon oder Growmon wäre, glaube ich, das Beste, was ich mir so vorstellen könnte aktuell. Aber Leute, das ist hier kein Wunschkonzert. Ich habe das Gefühl, ist auch ein bisschen random irgendwie, zumindest bei mir. Ich check's noch nicht ganz so richtig, ne, durch. Wie das hier läuft. Aber zum Teil, ich glaube, ich habe das meiste gecheckt, aber trotzdem, manchmal sind die Digitationen noch bei mir, ja, random halt, ne? Deswegen. Okay. So, weiter geht's. Weiter geht's. Es ist Hard Grind, Leute. Hard Grind, Hard Training hier. Okay, noch eine Runde trainieren und dann pennen wir wieder eine Runde. Besser ist. Ah, okay, sind wir schon stark geworden. Das kann man nicht sagen. Das kann man schon sagen, man nicht. Gut, Stärke bekommen. Gut, TP. Ah, nicht so schlecht. Nicht so schlecht. Wir sind müde, ne? Komm, pennen wir eine Runde. Komm, digitier dich. Egal in was. Ist mir egal mittlerweile. Digitier dich in irgendwas. Bin sehr gespannt, ob es gleich reichen wird für irgendwas. Ob wir was merken werden. Wäre natürlich optimal, aber mal gucken. Okay. Hau ich nochmal kurz rein bei Red. Also hier, ja, okay, haben wir das freigeschaltet. Auch hier. Also Mega Caputerimon wäre auch nicht schlecht, ne? Aber ich glaube, Mega Caputerimon bekämpfen wir nur durch Caputerimon. Da steht der Schlüssel Digitation. Glaube ich. Das wäre auch nicht schlecht. Agunimon wäre auch nicht, glaube ich. So, scheinbar Stärke 4800, Leute. WTF. Das ist ja insane. Gesamt 3900. Holy shit. ETF. Was bin ich sehend?
Boah, krass, Junge. Ultra Force Vedramon. Gismon. Dark Dramon. Oder Draymon. Junge, was für Digitation sind hier am Start, Junge. Da sehe ich mich. WTR, wie nice. Ey, da will ich was haben, unbedingt. Ich hoffe, wir kriegen es hin. Aber ich glaube, dafür müssen wir ein bisschen kämpfen gleich auch. Komm, lass mich durch. Crazy. Nee, das wollte ich nicht. Ja, Leute, krass, oder? Also, wenn wir so noch. Also, ich glaube, bei Arero Vedramon haben wir sehr krasse Digitation, die wir kriegen können. Da bin ich sehr gespannt, ob wir davon eine triggern können. Ich hoffe, bevor er. Oder er stirbt dann irgendwann. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Aber ich bin positiv, Leute. Ich gucke positiv in die Zukunft. So, perfekt. Leute, wir werden natürlich noch was machen, ne? Wir haben 14 Minuten aktuell in der Folge hier. Wir werden auf jeden Fall noch was machen. Keine Angst, Leute. Wenn die Folge ein bisschen länger geht, dann ist es so. Wir wollen auf jeden Fall noch was erleben heute in dieser Folge. Definitiv. Deshalb bin ich euch schuldig. Also nur Training in einer Folge geht gar nicht. Deswegen, aber manchmal müssen wir dann längere Folgen machen ein bisschen, ne? Das ist halt so. Ist mir auch egal eigentlich. Wie gesagt, mir wird es auch egal sein. Weil, ja, ob die Stunde geht oder zwei, ist mir dann relativ egal. Ich denke euch auch, hoffentlich. Ja, wir müssen das machen. Was sollen wir tun, ne? So, jetzt schnell Toilette. Dann, Leute, pushen wir jetzt lang noch ein bisschen MP und dann gehen wir los. Noch ein bisschen MP pushen und dann gehen wir los. Definitiv. Dann gehen wir zum Vulkan. Dann kommt die Rache, hoffentlich. Dann schauen wir mal, wie das läuft. Oder, Leute, habt ihr Bock? Ich hab Bock. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt erfolgreicher wird. Ich bezweifle es ein bisschen. Ich bin zwar positiv, wie gesagt, aber ich habe trotzdem immer so einen kleinen Respekt davor. Wie gesagt, das jetzt was gebracht hat. Kann ich so ganz schwer einschätzen. Wisst ihr, ich meine, natürlich Leben, ja. TP haben wir deutlich mehr. Zumindest mal bei Vedramon. Das werden wir wahrscheinlich merken. Also werden wir wahrscheinlich länger überleben, aber Stärke weiß ich nicht. Ob 1000 so viel ist, weiß ich nicht. Da geht einiges mehr. Aber vielleicht erleben wir auch eine Überraschung, Leute. Vielleicht sehen wir gleich schon komplett durch. Wisst ihr, ich meine? Auch möglich, definitiv. Weil wir dürfen nicht übertreiben. Der Vulkan ist schwierig. Oder die Gegner da sind schwierig. Aber die sind auch machbar. Ne? Also jetzt nicht übertrieben stark. Da kann man schon gewinnen. Mit ein bisschen Training. Aber wie ich schon gesagt habe, allgemein bei den Games, die Schwierigkeit oder die Stärke der Gegner einzuschätzen, finde ich sehr schwierig irgendwie. Ich weiß gar nicht. Vielleicht bin ich einfach das Problem, so ein bisschen, aber schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr das selber auch fühlt, dass ihr sagt, ja doch, kann man sehr schwer einschätzen irgendwie. Natürlich, wenn die Level angezeigt, aber die Level, ja, manchmal sind die Level 6 und trotzdem sehr stark oder diese Level 6. Oder Level 12 und kleine Digimon und sehr stark. Oder mega stark. Das ist immer sehr, sehr komisch ein bisschen. So checken für mich. Aber wahrscheinlich bin ich das Problem, Leute. Ich checke immer sehr wenig. Bei sowas oder sehr langsam. Na gut. Na egal. Wir haben das freigestaltet. Okay, hier haben wir auf jeden Fall MP schon mal freigeschaltet. Ja, hier, oh, okay, Aguinimon. Haben wir schon mal einiges. Okay, lass mich gucken.
So, okay, sind voll gut. Nice. Der Bonus. 200 auf MP, jetzt bewerb dich, ne? Ich weiß gar nicht, warum da so viel gibt. Und bei... Ja, bei Stärke nicht. Vielleicht bei Stärke wäre es OP, vielleicht. Weiß ich nicht. War schon heftig, oder? So, 200 auf MP immer. Ballert schon mega rein, denke ich. So, Leute, der nächste Tag ist soweit, ne? Der Logik-Vulkan wartet. Sind ihr aufgeregt? Ich hoffe ihr auch. Ich believe in unsere Digimon. Und das solltet ihr auch tun. Und das solltet ihr auch tun. Denn das ist bitter nötig. Deswegen, Leute, lasst mal gerne Kommentare in den Kommentarbereich da dafür. Es wird insane, glaube ich. Es wird schwierig. Aber diesmal hoffe ich mir ein bisschen mehr. Wenn nicht, dann müssen wir gucken, was wir machen. Andere Wege gehen, ne? Keine Ahnung. Irgendwas. So, jetzt noch digitieren, Leute. Oder perfekt, oder? Jetzt noch digitieren. Leider nicht. Perfekt. Okay, Leute, wir sammeln alles ein. Wir gehen auf die Toilette und so weiter. Wir essen was und dann let's go. Wir können leider nicht hinfliegen, Leute. Das ist das Problem, oder? Haben wir Geld? Wir haben nicht genug Geld. Wir können nicht fliegen. Wir müssen auf jeden Fall laufen. Das ist mal sicher. Ich hoffe, ich finde den Weg auch. Ich hoffe, ich finde den Weg. Okay, Leute, wir sind ready. Wir sind ready. Wir essen jetzt was und dann sind wir ready. Bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, Leute. Haben die noch Hunger? Tatsächlich. Okay, Leute, believen müssen wir believen. Es wird interessant, es wird wild, aber vielleicht auch erfolgreich. Ich hoffe. Erstmal den Weg finden, Leute, erstmal den Weg finden. Das ist immer das Wichtigste. Den verflixten Weg. Ich glaube, da oben rechts geht's lang. Definitiv. Bin mir relativ sicher. Aber ich bin mir oft sicher gewesen, aber dann waren wir immer falsch. Deswegen... Ja, hoffe ich mal, dass ich jetzt diesmal richtig liege. Ach, schade, wir haben so viel Geld. Ne? Wir haben 14.000, haben es aber gut verwendet, glaube ich. Natürlich ein bisschen oft unnötig geflogen. Ne? So, dass wir keinen Pro-Worlds gemacht haben, aber... Ja. Passiert. Ich hoffe, ich habe den richtigen Weg gewählt, Leute. Ich bin mir echt nicht sicher. Ich glaube, jetzt hier... Und dann geradeaus durch. Und dann irgendwie rechts, glaube ich. Irgendwo da. Oder links, stimmt, nee, links. Es müsste links gewesen sein. Also jetzt hier und dann oben links rein. Irgendwie so. Ich glaube, das ist schon mal richtig. Ja, ist schon mal richtig. Das sieht schon mal richtig aus, auf jeden Fall. Ich will jetzt ungern kämpfen, aber wenn es sein muss, dann ist es so. So, ich gehe kurz nochmal da durch. Ne, da wollte ich eh so zu diesem Machine Draymond. Da waren wir auch noch nicht. Da waren wir schon mal, aber nicht. Nur einmal, meine ich. Und da werde ich noch einmal kurz hingehen, gucken, was da so geht. Ich meine, wenn wir schon mal hier sind, oder? Wenn wir schon mal hier sind, können wir das doch direkt mitnehmen. Und schauen, was da so geht. Schauen wir mal. Ah, hier noch mitnehmen, besser gesagt. Perfekt. Okay,
Okay. Er sagt Kassenstadt, okay. Hier waren einige Gegner, da war. Hier sind viele Gegner. 25 Jahre, die will ich jetzt nicht kämpfen, Leute. Okay. Das ist was für ein andermal, glaube ich. Weil jetzt wollen wir ja unbedingt, oder definitiv, jetzt wollen wir. Ja, jetzt wollen wir. Zu der Lava. Also. Wie hieß es nochmal? Lava, Stadt. Hieß es nochmal Lava Berg, oder? Lava Berg, glaube ich. Da wollen wir jetzt definitiv hin. Oh, kommt schon. Okay. Ready to go. Ready to go. Nee, ist falsch. Turmstraße, das ist nicht, was ich will. Shit. Dann vielleicht der linke Weg. Maybe. Schauen wir mal. Ich glaube, das ist dann der, also der rechte Weg, meine ich. Von hier aus natürlich. Dann vielleicht hier lang. Ich hoffe. Nein, Doppelschritt. Falsch, Leute, ist falsch. Aber vielleicht müssen wir dann weiter. Ich weiß nicht, was war, Mann. Karte, warte, Karte. Zu Ogino, Einöde. Oh mein Gott, war ich da schon mal? War ich da schon mal, Leute? Ich weiß es nicht mehr. Oh, Leute. So, was hast du noch zu bieten? Kaputerimon. Das ganze Gebiet ist voller Löcher. Die haben alle ich gegraben. Okay, das kennen wir ja schon. Da fallen wir manchmal rein. Leute, waren wir hier schon mal? Level 20er. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Also hier waren wir schon mal definitiv, meine ich. Meine, waren wir schon weiter als das. Und so kann man das eher sagen. Also war ich da schon mal durch oben? Hä? Ach so, ich dachte, hä? Leute, ich dachte gerade, es ist abgestürzt, hatte ich mein Bild oder so. Holy shit, dachte ich gerade. Na gut. Wir müssen jetzt durchlaufen, wir müssen jetzt kämpfen ein bisschen. Ich will mal gucken, was da oben ist. Wir sehen ja schnell, oder? Leute, täuscht mich nicht. Wir haben hart trainiert. Nice. Wir haben hart trainiert. Schön. Das war gut, oder? Das hat schon mal gut geklappt. Weiter geht's. Die Garurumon sind natürlich ein bisschen nervig. Und zwei, ja gut, gibt zwei. Probieren wir jetzt mal. Auf jeden Fall ein guter Test. Ja, die sind ein bisschen stärker, wie wir sehen. Ein bisschen ist gut. Die sind sehr stärker. Die sind schon auch nicht stark. Dass er auch nichts macht, was ich will, Leute. Das nervt. Ja, wir können jetzt schon mal ein bisschen heilen, glaube ich. Wir sehen jetzt schon, das sind, die sind hart. Die sind hart. Ja, die sind hart. Die besiegen uns auch. Die besiegen uns. Es ist crazy, Leute. Ich habe keinen Plan. Es ist zu heftig. Es ist einfach zu heftig. Ich glaube, es ist nicht gut. Ich glaube, wir racen gerade unsere Items, weil wir ihn nicht gewinnen können. Ja, wir könnten direkt fliehen. Es bringt eigentlich gar nichts, Leute. Wir könnten fliehen. Ach, keine Ahnung, Leute, das ist wie es ist, ne? Ich kann nichts zu sagen. Es ist wie es ist. Zu heftig, zu krass. Können wir nicht gewinnen. Unmöglich. Zu crazy. Fehlt uns an Stärke, weiß nicht. An TP fehlt vielleicht noch ein bisschen was. Immer noch. Es ist grindy, Leute. Es ist sehr grindy. Wir gehen jetzt mal da kurz, weil ich wollte einmal kurz gucken, ob da ist. Weil, wenn wir da reingehen, können wir auf die Map gucken, dann sehen wir ja, wo es hinführt. Vielleicht war da der Vulkan. Wissen wir da schon mal Bescheid. Aber unser Digimon ist halt sehr schwach. Ne? Wir machen halt wenig Schaden. Wir haben eigentlich viel Leben, dachte ich, aber anscheinend auch nicht. Weiß ich nicht. Serverfriedhof, das ist mal nicht. Na gut, dann ist hier gar nicht. Gut, dann ist das hier gar nicht.
Dann ist hier gar nicht der Vulkan. Dann wahrscheinlich doch links gewesen irgendwo. Also dann raus. Also hier rausgehen und dann irgendwo links. Vielleicht. Ja, ist ja schwer, dich die Map zu merken, ne? Sehr viele Wege mittlerweile freigeschaltet. Ja, gut, jetzt versripp. Ah, Leute, keine erfolgreiche Folge, würde ich sagen, bisher. Keine erfolgreiche Folge, ganz im Gegenteil. Schade, Leute, schade. Sehr, sehr schade. Wäre cool, wenn wir noch, ja, digitieren können, da so das noch ein bisschen länger leben, die beiden. Das ist natürlich essentiell wichtig. Wenn wir wieder neu am Beginn müssen, Leute, dann wäre das wär bitter. Das wäre bitter. Okay, hier habe ich schon mal genug Stärke zumindest. Bindung schon mal genug. Ein bisschen mehr TP noch. MP, weiß ich nicht. Aber ich habe es gesagt, Leute, am Anfang der Folge, es wird knifflig. Jetzt oder die nächsten Folgen werden sehr anspruchsvoll und schwierig und kompliziert. Ne? Also, das habe ich schon befürchtet. Heilige Hallen. Okay, vielleicht geht's hier weiter jetzt zum Lärmgewitter. Hey, ich steck's nicht, Leute. Wo ist denn der Vulkan gewesen, hä? Wo war denn der Vulkan, Leute? Wo war der Vulkan? Ja, ich stehe auf dem Schlauch, Leute. Ich stehe auf dem Schlauch. Noch Hunger, Mann. Dafür, dass ihr so schlecht seid, habt ihr ganz schön viel Hunger. Immerhin ein paar Ressourcen gesammelt, das ist ja schon mal nicht schlecht, denke ich mir so. Immerhin, Leute, das Mindeste haben wir gemacht. Aber so richtig weitergekommen sind wir aktuell nicht, in der Folge schon mal gar nicht. Den sollten wir besiegen allein oder Level 7, komm. Wenn wir den nicht besiegen, Leute, dann können wir auch direkt aufhören. Ja, zumindest mal kämpfen die jetzt, wisst ihr, ich meine? Das ist ja schon mal nicht schlecht. Okay, dann schauen wir mal, was da war. Ich weiß jetzt nicht mehr, was da war, aber ich habe viel vergessen auch. Ein bisschen. Sehr vergesslich. Gucken wir mal. Doch nur zum Vulkan, Leute. Zum Vulkan, wo wir waren. Zum Logikvulkan, glaube ich, hieß es. Aber keine Ahnung, Mann, wo das ist. Mehr. Vielleicht hier. Vielleicht ein bisschen weiter. Vielleicht ein bisschen hinter uns. Wer weiß denn? Feuerwand. Ah, Logikvulkan. Okay. Nice, okay, gut. Bringt es nicht mehr so viel, weil wir schon ordentlich Damage sind, aber wir können es vielleicht ein bisschen heilen. Das könnten wir tun, vielleicht. Ein bisschen heilen. Vielleicht geht dann noch ein bisschen was. Mal gucken, ne? Mal gucken, was geht. Also, ja, gut. Ja, okay. Zumindest ein bisschen geheilt. Ich glaube, das wird nicht reichen, ne? Da oben waren wir schon mal. Was war da oben eigentlich? Tor. Ein Torweg. Weiß ich nicht. Und links sehen wir Suche 84%, ne? Also Leute, wenn wir mal jetzt logisch denken, links konnten wir nicht weiterkommen. Da war, glaube ich, diese ganzen Gegner, Birdramon und so weiter. Die waren viel zu stark, zumindest damals noch. Jetzt könnten wir sie besiegen, vielleicht. Ich bin mir nicht sicher. Rechts war auch starke Gegner. Da hatten wir Bencho Leomon. Aber da reinzukommen war auch sehr schwer. Haben wir feststellen müssen. Ja, Leute, ich weiß es nicht, wo wir hingehen sollen. Ich gehe jetzt mal wieder den Weg einfach.
ich weiß nicht, wenn es nicht klappt, Leute, dann ist es halt so. Weil, wie gesagt, letztes Mal waren wir sehr schwach da. Oder war das letztes Mal? Ich weiß gar nicht mehr. Nee, da waren wir doch. Nee, da waren wir doch. Waren wir da nicht sogar mit Leomon? Ja, Leute, dann ist eh RIP. Ja, aber hier, stimmt. Hier waren wir. Hier haben wir doch Hackmon geholt, oder? Hackmon? Doch. Das muss Hackmon gewesen sein, hier oben. Ich erinnere mich. Stimmt, wir waren hier schon mal vor kurzem. Ein Birdramon sollten wir doch besiegen, oder? Ein Birdramon alleine, Level 13. Sollten wir doch easy besiegen. Theoretisch gesehen, aber wir sehen, der Boy ist halt komplett am Ausrasten. Oder das Girl, weiß er nicht. Ja, cool. Passt die Gitation, nice Leute, perfekt. Oh mein Gott, komm. Growmon. Let's go, Junge. Okay, nice. Doch noch erfolgreich die Folge. Nein, okay, mega Kaputerimon, okay. Ja, ist nicht so schlecht, aber hätte ich mir auch ein bisschen besser vorstellen können. Ja, okay, nehmen wir mit natürlich, ne, wie gesagt. Okay, Grainiamon. Haben wir auch schon einiges gesammelt. Crazy. Cool. Und hier? Bleiben wir dabei so ein bisschen, ne? Ja, okay, wie gesagt, nicht so schlecht, ne? Aber hätte natürlich besser sein können. So, gegen 2 wird schwierig, aber wir haben jetzt einen Kaputerimon, einen Mega-Kaputerimon. Ich erwarte einiges. Aber kein Feuer mehr, der Gute, ne? Fühlte sich gerade. Ist natürlich ein bisschen schade. Naja, gut, immerhin, ne? Immerhin. Ja, wir sind auch nicht im Zerstören werden wieder, ihr seht's gerade. Nein, falsch guide. Falscher guide. Falsch guide, shit. Shit. Wollte ich nicht. Ja, wir haben zwar gewonnen, aber wir haben sehr viel Leben verloren, das ist. Er hat doch noch verletzt, Mann. Ich kann nicht beheilen. Warte, ich kann nicht heilen. Dann gönn dir mal, glaube ich, eine Runde Heilung. Ist wenig, aber besser als nix. Ja, Leute, schade. Wir haben es zwar geschafft, aber wir kommen nicht weiter, glaube ich. Ja, wir haben ein nächstes Mal nicht Mega Digimon gesammelt. Das ist doch gut. Das ist doch gut. Können wir den noch besiegen? Dann können wir da auch schon mal drauf aufbauen fürs nächste Mal, wissen wir nicht mal. Haben wir hier, glaube ich, jetzt. Ja, gut. Stärke ist ganz gut eigentlich. Ultimativ. Ja, beide Luft. Das ist ein bisschen das Problem gerade. Was ein bisschen schade ist. Problem ist, hart gesagt, was schade ist. Reichweite B. Ja, nehmen wir das mit. Oder wollen wir es probieren? Probieren's. Alles oder nix. Let's go. Ja, es geht. Alleine sind die jetzt schwach, ne? Ah, okay. Sagte er und das Digimon stirbt. Perfekt. Nice. So, komm, das schaffst du jetzt noch. Leute, wir jetzt noch einmal kurz gucken, was da auf uns wartet. Einmal. Weil da war ich jetzt schon ein paar Mal. Ich will einmal kurz checken, was da jetzt war. Nur fürs Verständnis. Wenn wir jetzt schon mal hier sind, und dann soll es auch gewesen sein, glaube ich, für heute, oder? Noch mehr werden wir nicht schaffen können. Unsere Digimon sind wieder RIP. Wir müssen eigentlich wieder ein bisschen trainieren gleich. Oder später. Beim nächsten Mal. Ach, hier. Und wir haben sich gesammelt. Oh, das Schlechteste, okay. Oh nein.
Gut, Leute, ihr wisst, was das heißt. Oh mein Gott, Leute. Ja, Leute, egal. Es war trotzdem erfolgreich, finde ich. Zumindest im Teil, kann man sagen, ne? Wir haben digitiert wieder. Wir haben zwei gute, relativ gute Digimon, kann man sagen. War auch schon mal besser, definitiv. Aber damit kann ich erstmal arbeiten, denke ich, oder wir können damit arbeiten. Deswegen bin ich da erstmal zufrieden. Und ja, Leute, wir gucken dann, wie es dann weitergeht in den nächsten Folgen. Schreibt mir gerne Tipps in die Kommentare, wie ihr mögt. Ich wäre euch sehr dankbar dafür auf jeden Fall. Wir können auch mal kurz heilen, wenn wir schon hier dabei sind. Ja, komm hier, gönn dir. Ja, ihr könnt mir wieder mal Tipps geben, in die Kommentare schreiben und so weiter. Wie ihr mögt, wirklich sehr gerne gesehen. Danke dafür an allen, die das bisher gemacht haben. Wirklich, Leute, danke, danke. Ihr merkt schon, ich will nicht so richtig aufhören, ne? Ich will noch ein bisschen trainieren, Leute. Warte, warte, warte. Wir hören nicht auf, wir hören gleich auf. Wir hören gleich auf, keine Angst. Wir müssen wieder mehr Stärke haben, glaube ich, Leute. Ein bisschen mehr Stärke. TP ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ein bisschen mehr Stärke, wenn nicht schlecht. Oder wäre nötig, besser gesagt. Dann ist es nicht so stark. Müssen wir reinhauen, müssen wir rein, wir müssen mehr reinballern. Komm, komm, auch nicht reinballern jetzt. Let's go. Schön, schön. Perfekt. Komm, 2000er, oder? 2000er muss drin sein. 2000er Damage. Oder Angriffskraft muss drin sein, oder? Ja, die sind ein bisschen geschwächt gleich schon. Aber die hätten lange durch, wir sehen's. Ja, perfekt, das ist sehr gut. Nein, das ist nicht gut. So, das ist fertig. Okay, die sind geschwächt. Wir chillen jetzt ein bisschen. Alles cool. Nicht, dass sie jetzt sterben oder so. Beide sind sehr geschwächt, wie wir sehen. Die sind noch müde. Perfekt. Beide haben Hunger. Okay, gut. Ja, Leute, das hat sich doch nochmal gelohnt. Ordentlich mal reingegrindet. Und eh war es eine Grind-Folge, denke ich, ne? So ein bisschen. Hat sich aber gelohnt, glaube ich. Fürs nächste Mal dann sehr starke Digimon. Haben wir gesehen. Da geht einiges, dann noch ein bisschen mehr Stärke, wie gesagt. Und dann sind wir doch gut dabei, oder? Dann, hier, das vielleicht noch. Guck mal. Das haben wir doch fast schon. Stärke 1700. Graniamon oder Graniamon. Bisschen mehr Ausdauer vielleicht. Ein bisschen reinballern. Dann ist doch gut dabei. Haben wir schon mal nächstes Mega-Digimon. Leute, ich sag danke fürs dabei sein wieder. Es war meine Ehre. Es war mir wieder eine Ehre. Wirklich, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Dann geht's beim nächsten Mal weiter. Hier. Diesmal mit mehr Progress. Und ja, welche 10er-Stufe sind wir? By the way. Ja, 20. Passt Level 21. Dann können wir wieder was upgraden. Sehr schön. Leute, danke auch wieder mal fürs Liken. Wenn ihr Like da gelassen habt. Vielen Dank dafür. Wirklich sehr, sehr nett. Ich bedanke mich dir herzlich für. Wenn ihr das noch machen wollt, macht das gerne, wenn es euch denn gefallen hat, ne? Wie gesagt, wenn es euch denn gefallen hat. Ansonsten auch einfach danke fürs dabei sein und fürs Abonnieren natürlich auch. Auch mal sehr nett, wenn ich sehe, ah, okay, ihr habt abonniert. Denke ich mal so, ja, cool. Gefällt doch einigen, was ich hier so mache, auch wenn es ein kleiner Kreis ist. Freut mich immer, euch ja, begrüßen zu dürfen bei den Videos, bei den Folgen. Alleine wäre es nur halb so gut oder nicht mal, ne? Mit euch gemeinsam macht das immer sehr viel Spaß und ja, Leute, vielen Dank dafür. Vielen Dank. Ich wünsche euch jetzt noch einen sehr schönen Tag. Macht was draus, Leute. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bei Digimon, bei Yu-Gi-Oh!, bei Dragon Ball, wo ihr wollt, bei Pokémon. Je nach Wunsch, schaut gerne mal rein bei diesem Channel. Ich mache einige Let's Plays. Leute, in diesem Sinne, haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao. Macht's gut.